Yo Leute und willkommen zurück zu Monster Hunter Rise. Ich denke, jetzt ist aber endgültig abschätzbar, wie die letzten Folgen hier aussehen werden. Ich denke, das sind tatsächlich nach aktuellem Patchstand die allerletzten Quests. Wie zu erwarten, Apex, die, wir haben beim letzten Mal den Kamisin-Wahlstrax halt gemacht und das wurde dadurch jetzt freigeschaltet. Wie zu erwarten, hier die beiden Apexe, die noch ausstanden und dann auch Quests, die extra die Kennzeichnung schwer haben. Überlege ich gerade, was hat denn dieses Waffenmonster-Symbol davor zu bedeuten? Wo steht denn hier, was man machen muss, fangen oder jagen? Oh, Zeitlimit. Naja, egal, werden wir dann sehen. Wir machen jetzt erstmal den Apex Diablos. Ich habe mir auch eine neue Waffe für mein Explosionsset geschmiedet. Die würde ich natürlich ganz gerne mal austesten. Es hängt aber davon ab. Ja, lassen wir direkt mal hier so stehen. Der Diablos ist einigermaßen gegen Explosion empfindlich. Achso, wir haben ja auch noch einen Explosionsfood extra. Und schau mal, was der Apex Diablos in der freien Wildbahn so kann. In der Randale hat er krasse Angriffe aufs Tor gefahren. Oh. Nee. Achso, Wechselkunst ändern. Stechbinder, doch, hatte ich irgendwann wieder rückgängig gemacht. Wir haben mittlerweile ordentlich Honig, weil doch die Katzen mittlerweile einiges liefern. So, jetzt habe ich auch keine Tränke mehr. Jetzt muss ich auch mal wieder Tränke nachkaufen. Damit ich auch im Kampf was nachbrauen kann. In die Objektruhe bitte. Tränke sind sogar gerade im Angebot. Komm. Pack mal. Was ist eigentlich Max? Oh, man kann nicht andersrum durchcyclen. Okay, nochmal die Runde. Ich pack mal so 1000 ein. Geht mehr als 1000 eigentlich? Jo, es würde auch mehr als 1000 gehen. Aber 1000 soll mir erstmal reichen. So, und los geht's. Der verheerende Apex Diablos. Ich hab's gesehen. Ich habe das entsetzliche... Warte, was habe ich denn gesehen? Eine dreieugige Ziege? Nein, ein Geist verflucht. Oh, es war ein Diablos. Aber es war kein Diablos, verstehst du? Nein, nun, er hatte Hörner. Und ach, jag ihn einfach. Zerstreuter Greis. Kommt nicht darauf klar, dass er einen Apex Diablos gesehen hat. Okay, Diablos natürlich in der Wüste. In seiner Heimat. Ich bin mal echt gespannt, wie schwer die schweren Quests wirklich sind. Ich hoffe nicht, dass ich da zu viel fluchen muss, nachdem ich ja mittlerweile reichlich darüber abgelästert habe, dass Monster Hunter Rise zu einfach ist. Und diverse andere Kollegen auch, oder dass es noch einfacher geworden ist als World und Iceborne schon. Deswegen bin ich mal gespannt, wie schwer diese schwierigen Quests da sein werden. Waren hier nicht auch Vögel hier oben? Wo muss ich hin? Ach, eigentlich mehr nach links. Hier ist noch ein Ausdauervögelchen. Ich habe hier in der Wüste, habe ich echt nicht so die Mega-Route für Vögelchen. Oh ne, hier unten bin ich jetzt komplett falsch. Aber das hier geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Waren hier nicht irgendwo... Genau, hier waren auch noch ein, zwei Büsche gewesen. Jo, dann soll das jetzt auch langsam reichen, denke ich. Dann gehen wir hier runter. Zum unserem Lieblingskollegen, dem Diablos. Oh, na, das hat nicht so ganz geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. So, mein Freund, dann zeig mal, was du auf dem Kasten hast. Also Diablos... Boah, oh, ich gestunt. Ohne Witz, ich kriege hier einen Haken ab und bin gestunt. Aber ich kriege Gott sei Dank gerade eine Heilung rein, die aber nicht mehr schnell genug ankommt. Nice, 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 nice Start in diesem Quest. Ich wollte gerade sagen,
Der Diablos ist ja eigentlich dafür bekannt, einfach Mörder Physical Damage, einfach mal richtige Schellen rauszuhauen. Und er hat es auch direkt bewiesen, indem ich quasi mit dem zweiten Schlag auch einfach mal direkt gestunt war. Ey, meine Fresse. Ich glaube, der Außenweg ist ordentlich weiter, deswegen springen wir einfach wieder hier runter. Ja, und ich hoffe mal, dass wir das noch besser in den Griff kriegen. Gott sei Dank sind in den Schwerquests keine Apexe dabei. Hallo, mein Freund. Und du musst auch direkt nochmal brüllen, ist klar. Und jetzt haut er erstmal ab. So, war hier nicht auch noch ein Ausgang gewesen? Achso, hier war der Riesenseilkäfer gewesen. Richtig. Naja, so ganz richtig sind wir hier auch nicht, aber es ist nicht so weit. Da hinten steht er, glaube ich, auch schon. Ich hoffe, dass wir jetzt langsam mal was gegen ihn gebacken kriegen. Das ist ja kein Zustand. Das macht mir schon so ein bisschen Angst. Wenn ich jetzt hier nur mit so einem Zweidrittel-Lebensbalken neben ihm stehe, ehrlich gesagt. Boah, genau, weil wenn ich jetzt noch eine richtige Schelle abkriege oder gestunt werde, dann ist es auch schon wieder vorbei. Hui! Ach komm, jetzt trifft doch mal irgendwas hier. Okay, ich wollte gerade sagen, wo ist er hin? Klar. Warum gewinne ich eigentlich verliere ich eigentlich diese Anspringduelle immer? Es kann doch nicht wahr sein, dass das immer das fucking Monster besiegt. Okay, es ist 10-mal so groß wie ich. Oh, schön, dass er sich da einmal richtig rumgedreht hat. Okay, das könnte man natürlich auch so sehen, dass ich dieses Duell mal gewonnen habe, aus Versehen. Also 2 Schläge und ich bin so gut wie down. Boah. Ich muss da dringend weg. Uiuiui. Nein, wie kann das nicht treffen? Ohne Witz, es ist so lächerlich. Okay, ich sehe das Game Over nahen. Er haut ordentlich Schellen raus. Ich müsste eigentlich auch nochmal gucken, ob ich meine Rüstung nochmal irgendwie upgraden kann, ob der Walstrax in der Richtung noch was freigeschaltet hat. Auch in Vorbereitung auf die Quests, die damit schwer tituliert waren. Ich achte auch gar nicht genau darauf, was ich hier angreife. Ey, Hauptsache... Ich glaube, da war schon wieder das Zeugs, was ihn normalerweise reitbar macht, aber der Apex scheint diesen Effekt einfach zu fressen. Ah ne, heilen muss ich mich ausnahmsweise gar nicht. Ey, Hauptsache ich komme überhaupt irgendwie dran, ja? Mir ist es auch gerade echt kackegal, welches Körperteil ich von ihm wo treffe. Heilung! Unfassbar, ich bin gestunt. Ich bin froh, weil ich diesen Kampf hinter mir habe, Leute. Und den nicht zwingend nochmal machen muss.
I'm just getting started. So, wir schleifen mal. Wir brauchen auch mal Tränke nach. Ich kann hier nichts weniger gebrauchen, als dass mir eventuell im Kampf auch noch irgendwie die Tränke ausgehen. Okay, also doch, erst bei weitem finde ich. Also Mitsutsune war auch schon nicht ohne gewesen. Die beiden Ratiane, Ratalosse, die gingen ja sogar. Aber er ist doch das Monster, bei dem man bisher am meisten aufpassen musste. Also wenn du hier nicht aufpasst und zwei Schellen abkriegst und es ungünstig läuft, bist du auf jeden Fall tot. Er hat schon was vom schwarzen Diablos quasi, ne? Ich meine, klar, ist halt auch eine Sonderform des Diablos. Der schwarze Diablos war auch definitiv was, bevor man Respekt haben musste und was mich auch den einen oder anderen Tod gekostet hat. Oh, aber der Schwanz ist schon ab. Boah, bist du ein Lappen, Apex Diablos. Aber ich roll auch die ganze Zeit, glaube ich, mehr oder weniger hinten über den Schwanz drüber. Und direkt mal... Oh, da ist ein Rajang. Nice. Dann können wir ja gleich irgendwen von denen hoffentlich reiten. Vielleicht kann der Apex ja mal diesen Rajang da bearbeiten, dass wir den jetzt gleich mal reiten können. Jo, danke. Dann können wir wenigstens mit dem Rajang jetzt ein bisschen draufprügeln. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Seh nix. Also gegen die Apex-Monster dauert der berittene Rechner teilweise echt super lange. So, jetzt weiß ich nur nicht, kann ich direkt drauf und meinen Demon-Dance starten? Oder schiebt der Rajang ihn jetzt gleich nochmal weiter weg? Ah, das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Und schön auch das noch ganze Horn. Und er ist auch vergiftet. Okay, langsam habe ich ja doch den Eindruck, dass wir mal ein bisschen Schaden drauf gekriegt haben. Ach, der nächste direkt. Wie nice. Ja, komm. Ratian, sag ich schon. Anjanat, mach du mal. Leg dich mal mit ihm an. Das ist okay für mich. Ja, da können wir ihn reiten. Machen wir auch direkt dankbarerweise. Und hauen den Ratalos. Was habe ich heute mit dem Namen? Und hauen den Diablos einfach nochmal um. Oh no, das war nicht gut gewesen. Oh, schon bereit. Also das erste Mal dauert es immer super lange. Das zweite Mal geht es dann doch etwas schneller. Okay, that's enough. Oh no, er ist schon... Warum? Warum ist er jetzt so schnell aufgestanden? Vorhin hat er da ewig gelegen. Komm, wenn ich schon hier neben der Vita-Wespe stehe, würde ich die ganz gerne auch nutzen. Und wenn das jetzt wieder mein Tod ist, dann raste ich aus, Leute. Okay, warum jetzt auch immer wir hier oben stehen, ich weiß es nicht. Bin mir gerade nicht sicher, ob diese Enge hier zu meinem Vorteil oder zu meinem Nachteil ist. Aber eigentlich lief es ganz gut bis hierhin. Ja, jetzt kommt man natürlich schlecht weg. Ne, ich gehe lieber wieder runter hier. Ja, klar, er springt mir direkt auf den Kopf. Hey, er will, glaube ich, schon wieder weg. Dann soll er mal. Ich habe ja doch langsam wieder ein bisschen Hoffnung für den Kampf. Nach dem Einstieg dachte ich ja schon, oh Gott, gleich kommt der Game-Over-Bildschirm. Aber jetzt sieht es ja doch einigermaßen aus. Here comes the messy part. Warum Schärfe verbraucht?
Aber egal. Kampfpause nutzen wir so oder so zum Schärfen, egal wie viel verbraucht ist. Sonnenloses Gras mitten in der Wüste, interessant. Das hätte ich jetzt eher in irgendeiner Höhle vermutet und nicht hier an der Oberfläche. So, das zweite Hörnchen wäre noch ganz nett. Och, komm schon. Da hättest du ja mal aufmounten können. Okay, interessant. Jetzt schreit er hier die kleinen Viecher vom Himmel. Oh, wow. Dieser Anlauf hat ja mal Mörder-Damage gemacht. Hey, gestunt bin ich, okay. Aber er sieht mich immerhin nicht, wenn ich Glück habe. Er ist gerade richtig übel sauer, habe ich den Eindruck. Ey, er weiß nicht, wo ich bin, ja, aber kommt trotzdem auf mich zu, ey. So ein kleiner Pisser. Er ist auch schon nicht mehr blind. Wie kann das sein? Ich wollte eigentlich weg. Hat offensichtlich nicht so richtig geklappt. Die Sache mit dem Weg. Renn doch noch einfach mal ein paar Mal hin und her. Ich habe gleich keine Heilung mehr. Ich muss gleich zurück zur Basis, wenn ich mich im Tod riskieren will. Oh, aber schön, wie ihn das umgematcht hat. Leider jetzt nur auf die falsche Hornseite. Aber ich glaube, das ist egal, wo man ihn am Kopf trifft. Hauptsache auf Kopfschaden. Boah, er ist richtig gestresst. Da steht Heilung direkt vor seinem Kopf. Ja, hallo mein Freund. Schön, wie du angeflogen gekommen bist. Was sollst du machen? Was willst du machen? Ohne Witz. Liegst auf dem Boden, kommst gerade rauf. You're gonna be sorry for that. Und dann ist es auch schon vorbei. Jetzt wird's langsam eng. Ach, scheiße. Hat das Nebenzelt auch eine Truhe? Jetzt muss ich auf jeden Fall auf 100% bleiben. Sobald ich auch nur ein Quäntchen Schaden fresse, muss ich mich heilen. Ja, fuck, ey, der stresst. Mal ein bisschen mehr Verteidigung. Mal jeden Buff mitnehmen, der geht. So, das hat wenigstens einmal Schaden gemacht. Und er haut wieder ab. Na gut, dann können wir nochmal so einen Sprungangriff wenigstens machen. Nochmal nachschärfen in der Zeit. Aber jetzt macht mir der Kampf gerade doch wieder ein bisschen Sorgen. Ja, da ist schon Zeit für die erste Heilung. Hey, wie man selbst von der Explosion noch was abkriegt da auf dem Boden. Hey, nein, jetzt bricht mir so ein fucking Fisch die Heilung ab, ey. Ja, dann geh wenigstens ab. Boah, ich kotz ab. So.
Boah, es war knapp dran vorbei, aber er hat mich nicht getroffen. Er macht schon krasse Angriffe, ey. Boah, schön ins Gesicht, ey. Hoffentlich wird er blau und legt sich irgendwie schlafen oder so. Blau ist er. Oh Gott. Vielleicht können wir hier mal Blitzdingsen nochmal. Nein, hat ihn, glaube ich, nicht interessiert. Ach komm, ey. Boah, ich komme gerade nicht gescheit dran. Vor allem nicht, wenn er Pirouetten dreht. Nein! Nicht ausgewichen. Heil dich, Mädel! Nein! Boah, komm, verpiss dich doch einfach mal! Ich hab echt ein bisschen Schiss gerade. Oh, eine Heilung. Um die ich mich nicht selbst kümmern muss. Das reicht ja fast nochmal für eine Zweier-Kombi, aber auch nur fast. Rajang hat den Ort verlassen. Ja gut, ist mir relativ egal, muss ich sagen. Komm Mädel, mach einfach eine Combo. Gott sei Dank. Ich hatte ja die Hoffnung, dass er nochmal abhaut und sich schlafen legt, aber... So nehme ich das auch gerne mit. Nothing personal, buddy. Hauptsache erstmal hinter uns gebracht. My buddy's the best. Wahnsinn, ey, was hier abgeht. Hat man nicht mal irgendwo den Schwanz erledigt? Habe ich den eingesammelt? Weiß gar nicht so genau. Der Rajang Schwarzpelz liegt hier rum. So, jetzt steht als nächstes eigentlich noch der Apex Zinogre auf dem Programm. Und danach nur noch die schweren Doppel- und Dreifachjagden. Ich denke, dem Apex Zinogre werde ich auch noch eine einzelne Folge widmen und diese auch als Einzelfolge lassen. Dann sind die ein paar Minuten kürzer. Dafür sind auch andere mega lang gewesen. Auch die gegen den Balstrax und den anderen Apex letzte Mal. Und ich denke mal, die Doppel- und Dreifachjagden, die werden eh jeweils folgenfüllend sein. Ja, Buddies kann man Befehle erteilen. Interessant. Boah, ja, der Kampf hat mich auf jeden Fall gestresst. Genauso wie der Walstrax zeitweise.
und generell alle Apexe außer Ratian und der Arzuros halt. Aber die Apexe hauen schon rein. Gerade die Diablos jetzt, wie gesagt, der hatte auch was vom schwarzen Diablos, was seine Gefährlichkeit angeht. Definitiv. Und ich vermute mal, der Apex Sinogre, den wir beim nächsten Mal angehen werden, der wird ein ähnliches Kaliber sein. Aber das sehen wir dann. Ich sag hier erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.